Hallöle und ein schnurzlisses Willkommen zurück zu Stardew Valley Expanded. Ja, wir haben im Grunde jetzt aktuell nicht mal ganz so viel zu tun. Wir sind gerade noch am Silo bauen. Arbeiten darauf hin, dass wir noch ein Baby bekommen und schlafen ansonsten relativ oft. Damit wir hier einfach so ein bisschen die Zeit rumkriegen. Oh, Alter, wart ihr fleißig. Na Mensch. Da muss ich doch dezent ein bisschen ausdünnen. Oh, da ist jemand böse. Kommt hier. Rammelt mal eine Runde, Kindes. Kann ich hier, was mir gerade so einfällt, kann ich hier nicht auch Sprinkler reinsetzen? Die hier gießen? Die das voll machen? Funktioniert das? Das fällt mir gerade so ein. Kann natürlich sein, dass ich das früher in einem früheren Spielstand auch schon gemacht habe. Aber wenn ja, dann habe ich es einfach nur vergessen. Weil das einfach schon extrem lange her ist. Aber wir gucken mal. Oh. Alle haben wir viel. Okay, mal. Neues. Was wollte ich? Sprinkles. Da müssten ja die da eigentlich auch schon lange, ne? Das würde mich jetzt mal interessieren, ob das funktioniert. Ich bin mal gespannt. Da brauchen wir jetzt zwei Stück. Na, weil vier Reihen sind's, vier Dinge sind's. Hm. Komm mal bitte alle mit. No! Och, Minne! Kines! Oh ja, ich kann auf jeden Fall hinsetzen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es funktioniert. Wir gehen morgen mal gucken, ob sich da was getan hat. So, ich glaube, heute können wir wieder ernten. Unseren geilen Rosenkohl. Rosenkohl. Oh, und es fehlt auch immer noch eine Nuss. Alles misch. Ich bin hier wahrscheinlich der weltgrößte Hersteller oder Anbauer, der weltgrößte Produzent von Rosenkohl hier im Spiel.
So. Und das war's schon wieder. Ja, es ist leider nicht mehr allzu viel zu tun. Ich wünschte, ich hätte mehr jeden Tag zu tun, aber es ist leider nicht mehr so viel. Und bald ist der wunderschöne Herbst auch durch. Ach guck, jetzt kann man auch den Brokkoli nicht mehr ernten rechtzeitig. Also kriegt man jetzt schon die Wintersachen. Ist das richtig gewesen? Ja. Du, 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 du. Alles am Schlafen hier. Meine Hen. Ihr seid ja faul. Guten Morgen. Guten Morgen. Dulli du du du. Oh, die ist auch schon wieder fertig mit Bauen. Langsam regnet es viel. Ich glaube, es geht langsam, aber sicher Richtung Winterzeit. So, die lassen wir jetzt. Oh, da haben wir wieder unseren Honig, den wir jetzt auch von drüben diesmal holen müssen. Oh, habe ich eigentlich für den Winter noch genug Rosenkohlsamen? Weiß ich gerade gar nicht, muss ich gucken. Erst gehen wir mal unseren Honig holen. Oh ja, mein paar Pilze. Die nehme ich natürlich gerne mit. Weißt du, die arme Robin hat schon Albträume. Die ist bestimmt, sobald die irgendwie weiß oder sobald die irgendwie sich denkt, oh mein Gott, ich bin heute den letzten Tag, endlich habe ich das scheiß Silo fertig. Weißt du, ich bin noch nicht mal 10 Minuten an meinem Arbeitsplatz und dann kommt der schon wieder. Ja, es passt noch ein 10. Juhu. Sehr gut. Und jetzt kommt die schon wieder. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich bin zwar jetzt auch Millionär. Dank ihr. Oder ihm, eher gesagt. Aber ich kann nicht mehr. Ich bin komplett kaputt.
So, Le Baum ist fertig. Jawohl. Es gibt frisches Obst. Schalalalalala. Ist ja nicht so, dass wir schon seit Jahren frisches Obst in unserem Gewächshaus haben. Aber immerhin. So, ich wollte ja mal schauen. Ach, da ist der Umkreis. Also wenn ich das hier wegtun würde, könnte ich hier noch eine Reihe Silos hinmachen. Weil man sieht, der Umkreis, der ist eigentlich relativ groß, ne? Wo die ernten. Die würden sogar ernten bis zu dem Weg hier. Das Problem ist aber nur, der Weg, der muss einfach sein, weil hier kann ich zwar einen Weg hinsetzen, aber ich kann da nicht drauf gehen. Aber ich könnte das eventuell wegmachen. Dass ich halt immer hier lang... Ja gut, da kann ich auch da unten den wegmachen, ne? Nee, ich lasse das so, wie es ist. Ich denke mal, das reicht. Jetzt machen wir hier noch das eine Silo. Und dann ist Ende. Dann ist Ende. Genau, du sagst es. So, einmal aufräumen. Und dann können wir mal so langsam auch mal wieder ein bisschen was mähen. Ach ja, nur Honig. Habe ich dir heute eigentlich schon was gegeben? Ja. Man könnte ich den hier eigentlich so ein Gehege machen, ne? Oder von hier hinten aus könnte man den, sobald ich meine Uhr habe, eigentlich so ein Gehege machen, wo die Schnuckis dann immer sind, damit die hier nicht wild überall rumgurken. War noch ein Gemüse, ein verranztes. Ein verranztes Gemüse. La, 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 la. So, mal hier ein bisschen den Weg frei machen. Langsam auf den Winter vorbereiten.
Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Hier schaut es gut aus. Hier ist... Einmal das kleine Wäldchen hier roden. Oh Gott, ich dachte, das fällt jetzt alles da rein. Da hatte ich aber mal Glück. Da. Gut, dann wären wir für heute auch wieder durch und wir gehen einfach wieder schlafen. Gute Nacht. Habe ich eigentlich in meiner Bude eine Heizung? Ich glaube nicht, ne? Das heißt, dieses Jahr wird es sehr, sehr kalt. Bald. Kräh, Kräh, Kra, Kra, Kru, Kru. Es ist fertig. Es ist voll piracht. Alle Tiere sind fertig und auf dem Maximum. Ist euch mal was aufgefallen? Es ist in all diesen, also in diesen kompletten 3 Jahren, in dem ganzen Let's Play, haben meine Tiere, glaube ich, nicht ein einziges Mal Nachwuchs gekriegt. Bis auf die Hühner oder so, die ich selber gezüchtet habe, mit Eiern. Aber es ist nicht ein einziges Mal, glaube ich, eine Kuh oder eine Ziege oder so, dass sie irgendwie Nachwuchs gekriegt hat. Aber ich will nicht lügen, ich bin mir gerade nicht mehr zu 100% sicher. Ach, die Gute ist fleißig da unten. Fleißig, fleißig, die gute Frau.
Ratatatata. Oh nein, ich komme schon wieder nicht durch. So, was sagt denn hier? Ja, es funktioniert! Es funktioniert! So, mal ein bisschen dezimieren. Bisschen die Viecher dezimieren, damit wieder nachrücken welche. Oh, eine Schabe. Hab ich dich schon? Hund, ich höre dich zwar, aber ich sehe dich nicht. Oh, ein Tag bis gereift. Nice, dann gibt's Tee. Dann gibt es ein neues Gut, nämlich Teeblätter. Die gibt es immer in der letzten Woche der Saison, glaube ich, gibt es dann immer gibt's Tee. Und jetzt sind sie bald ausgewachsen. Juhu! Pieps, pieps. So, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Folge. Ne? Tschüss.